So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 und zum Part 36, glaube ich. Naja, egal. Ein Seed kann sich keine Feinde, es kann sich seine Feinde nicht aussuchen. So, es könnte passieren, dass ich Cypher eigenhändig töte. Boah, okay. Ihr beide seid doch zu allem bereit. So, das ist doch normal bei euch. Ihr lebt schließlich in so einer Welt. Ihr habt ja Psychotraining absolviert. So könnte man es auch nennen. Aber wenn man das bloß verhindern könnte. Verhindern? Hängt alles von Irvine ab. Das kann doch nicht. Hat der Typ Angst? Du kriegst doch nicht das Zittern. Ich kann es nicht. Na toll. Das hat uns noch gefehlt. Man kann nicht schießen. Das heißt, ein direkter Kampf mit Idea. Das ist nicht gut. So. Müssen kurz was gucken. Wir müssen die stärksten STR-Kopplung nehmen. Ist mir egal. Protest. Protest. Ist mir egal. Da wir mit diesen beiden nichts gekoppelt haben. Oder warte mal. Koppeln, GF. Nehmen wir Sirene weg von ihm. Und nehmen wir das GF Schieber. Und hier ein weg. Ah, nee, koppeln GF Shiva, so. Wir nehmen Diablos. Und koppeln es auf Selfie Diablos. Genau, Full HP. Genau, Gegner 50%. Koppeln hier Sirene. Viel kann man da machen. Gehen wir einfach auf Magie. Nehmen die Wünschelrute. Xell ist voll ausgerüstet. GF Karbunkel lernen. So. Was kann Karbunkel? Wir lernen mit Karbunkel zuerst Heilmedizin. So. Karbunkel ist keine aktive GF, sage ich jetzt mal, also die macht keinen Schaden an Gegnern. Sie hilft uns im Kampf, also zaubert auf uns. Soweit ich glaube, soweit ich denke, ist das, was sie auf uns zaubert, Refleck. Das heißt, Zauber, was auf uns gezaubert wird, wird zurück gezaubert und kriegt dann der Gegner ab. So, da war eine Leiter. Dort wollen wir aber noch nicht hin, oder? Wir wollen zuerst mal dort rüber, auf die andere Seite. Das wird nicht ganz einfach, da ich schon ewig nicht mehr gespielt habe und den Weg nicht mehr kenne. Und mal schauen werde. Oh, der Schaden ist schon mal gut. Ein Vampir-Zangelhaupt, hey. So. Das hätten wir auch geregelt. So. Wir fangen
Wir fangen genau. Wir gehen zurück. Und was machen wir jetzt? Leider finde ich da keine Lösung zu diesem Problem. Lasst mich kurz überlegen. Es bleibt ja nichts anderes übrig, außer diese verdammte Leiter hochzugehen. Es gefällt mir gar nicht, da ein wertvoller... Ah! Ich hab schon gedacht. Da ist ausgeflippt. Okay, diese Leiter ist eine Art Brücke, die wir nutzen können. Und auch nutzen werden müssen. So, aber, wie ich schon sagte, hier unten liegt ein Waffenmagazin. Das Waffen, Waffenmai war das. Genau, Waffenmai liegt hier. Sehr wertvoll für uns erstmal. Wir benötigen dieses. Ui, was ist denn das für ein Vieh? What the fuck gehen hier ab? Aquamedica. Ja, schön, dass es Medica hast. Aber da wir gerade in Aufnehmphase sind, hilft uns das nicht viel. Spitze Kralle zweimal geklaut. Gut. Und dich einfach töten müssen. Ja. Ich denke mal, so geht's am schnellsten. Eine schnelle, kleine, langsame Anfeuerung. Ich habe jetzt keine Lust, wirklich wild abzutippen. Da mir der Arm sonst weh tut. Huch, jetzt habe ich geredet, nicht aufgepasst. Okay, jetzt ein bisschen. Jo, ich denke, der Gegner ist hinüber. Auf jeden Fall. Level up, level up, level up. Keine Items, 4 AP. Habe ich jetzt eigentlich? Koppel, Justice, GF. So. Wo laufen wir jetzt lang? Das wird schwierig und kompliziert für mich, da ich den Überblick hier verliere. Man möge es kaum glauben, es ist aber wahr.
Ich denke, wir müssen hier lang. Ah, ja. Bio. Tschüss. So. Okay. Dann müssen wir jetzt zurück. So, da fahren wir mit diesem Rad dort hoch. Genau, fahren mit diesem Rad hier hoch. Gehen durch die durch diese Tür. Okay, durch gar keine Tür. Das ist mal richtig komisch. Komisch. Jetzt bin ich verwirrt. Langsam komme ich durcheinander. Ich hasse dieses Labyrinth. Habe ich ja schon mal erwähnt. Ich hasse dieses Labyrinth. Nur wie in diesem Kackheft. Super, jetzt sind wir angelangt, wo ich gar nicht bestimmt angelangen wollte. Jetzt müssen wir hier runterlaufen. Wir gehen einfach mal über diese. Oder auch nicht. Nein, dort gehen wir nicht hoch. Ganz egal, was passieren wird. Und ich nicht weiß, wo wir dorthin gelangen. Nach Deling City kommen wir da. Genau. Und ich hasse dieses Monster. Leveln können wir später noch. Haben wir noch genügend Zeit. Kralle des Fluchs. Das ist der Lernlevel. Fragezeichen tot. Habt ihr das gelesen? So. An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Und wir kommen direkt zum nächsten Part, sobald ich dieses verkackte Heft gefunden habe. Also das heißt, der nächste Part fängt an, wenn ich das Gitter herunterlasse. Ich überlege mir, wie ich das mache. Ach, vergisst alles, was ich gesagt habe. Ich überlege einfach mal. Okay, bis zum nächsten Mal.